Mann, wir haben jetzt endlich das Tier aus dem Stall. Was irgendwie so eine billige Requisite ist, aber wo. Ja, wo finde ich jetzt irgendwie mein Pferd wieder? Oh, Kacke. Noch mehr Kacke. So, dann haben wir jetzt noch die Queste. Oh. Wir brauchen Pferd. Ich will mein Ferrari wieder. Und ich will wieder leben. Und Rüstung. Ja, den beklauen wir mal nicht. Wo sind wir jetzt? Da müssen wir hin. Unser Ferrari holen. Da. Einmal durch den Wald. Und auch schon gleich da. Unser Ferrari. Warte mal, da gibt es bestimmt was zu essen. Ja! Nice! Ne, eine Mordgaudi wollen wir nicht beginnen. So, wir müssen jetzt einmal noch über die Brücke, die Ritterrüstung holen. Oh, was ist mit dem? Da, darüber. Bild haben wir auch nicht mehr. Nee, immer noch keine Mordgaudi. Bild brauchen wir auch wieder. Wohl, hier hat er ein Schild. Anscheinend haben wir ja ein Schild, aber der wird. Ah, jetzt wird er hier erst markiert. Dann brauchen wir doch kein Schild. Dann können wir zur nächsten Hauptquest, die hier. Wahrscheinlich wieder zu Mama. Hätten wir den umgeritten. Nee, du nicht. Wow. Ja, wir müssen zu Mama. Sieht danach aus. Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Mein Junge, du bist es. Hat dich meine kostbare Kartoffel befreit? Ja, Mutti. Danke, Mutti. Schau, mir geht es gut, okay? Aber du bist jetzt auf der Flucht, oder? Oh, mein armer Junge. Yep, Pep hat uns an den Eiern. Aber ich wollte ja sowieso nicht an diesem blöden Turnier teilnehmen. Oh, schade, weil es vielleicht einen Weg gibt. Ich habe dir nie von deinem richtigen Vater erzählt, oder? Ich denke, er könnte dir helfen. Vor langer Zeit, als ich noch eine junge Magd war, habe ich mich unter einem dieser Adligen richtig abgemüht, wenn du weißt, was ich meine. Mutter, dein Name ist Witold. Zugegeben, ich weiß nicht genau, ob er dein Vater ist. Vielleicht? Es war eine ziemlich wilde Zeit mit all den Orgien. Ah, wieder jung und biegsam zu sein. Mutter, oh, ich weiß, wie wär's, wenn wir ihn zusammen besuchen. Er freut sich bestimmt, mich wiederzusehen. Aber Mutti, ach, ruhig du. Bin sicher, er wird dir helfen. Los geht's und hör auf
Kühe lümmeln. Bring Mama zum Anwesen des Adligen. Oh, ich habe so eine Vermutung, wer das vielleicht sein könnte. Na doch nicht. Ich habe gedacht, das wäre jetzt der hier gewesen. Das wäre ein richtig geiler Plot-Twist. Das wäre auf jeden Fall ein Plot-Twist gewesen. So, mein richtiger Vater ist der Bruder von Herb oder sowas irgendwie. So, alle aus dem Weg. Ne, wir müssen nach oben. Ja. Wo ist die Brücke? Und dann müssen wir hier runter in die Stadt. Ah, okay, perfekt. Helf mir direkt ein. Halt aus dem Weg. So, da wären wir. Und hier, ja. Ich bitte dich dringend, den Spaziergang zu überdenken, Sir Vitor. Die rivalisierenden Banden warten nur noch auf so eine solche Gelegenheit. Willst du mir sagen, was ich tun kann und was nicht? Nein, natürlich nicht. Er sah auch genau aus wie Guy. Bruder, keinen Schritt weiter. Nenne dein Anliegen oder verzieh dich. Vitold, Liebster, es ist so lange her. Wie geht es dir? Oh, du bist noch genauso gut aussehen wie vor 20 Jahren. Wie bitte? Was soll das Ganze? Weißt du noch, der Heuhaufen hinter der Speisekammer? Unser besonderer Ort? Übrigens, das ist dein Sohn, Guy, der Spross unserer Liebe. Begrüße deinen Vater, Guy. Hey? Dein Sohn braucht deine Hilfe, Vitold. Alle suchen nach ihm, weil er aus einem Gefängnisstein gebrochen ist. Könntest du etwas tun? Bitte, um der alten Zeiten willen. Geh zurück in die Kanalisation, aus der du betroffen bist, du Mieser. Psst. Danke, ich möchte gerne mit dem Jungen reden, von Mann zu Mann, wenn es dir nichts ausmacht. Oh, sicher, ich wollte sowieso etwas Sightseeing machen. Tschüss. Geil, richtig? Ich glaube, deine Mutter ist möglicherweise verwirrt. Vielleicht bist du mein Fleisch und Blut, vielleicht bist du es auch nicht. Spielt keine Rolle. Aber in gewisser Weise bin ich tatsächlich ein Familienmensch. Ich bin bekannt dafür, dass ich Veranstaltungen organisiere. Wenn du dich als lustig erweist, kann ich sicher einiges auf die Beine stellen. Du siehst wie ein tüchtiger Kerl aus. Ich mache dir jetzt ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Nur zu. Sie sehen sich wirklich ähnlich. Es gibt einen Mann, der mir sein Land nicht verkaufen will. Such ihn und stupst ihn sanft an, ja? Sei kreativ, dann unterhalten wir uns. Abgemacht, The D.O. Ich suche den Adligen. Oh, das wird bestimmt auch noch einige krasse, geile, spannende Nebenquests geben. Glaube ich auf jeden Fall. So, da das Land. Okay. Ja, können wir einfach hier geradeaus und dann links. So. Bin gespannt, was es da dann noch für Quests gibt. Die Hauptstraße hier jetzt links. Und Vollgas. Wie geht dieser Gestank? Ist das der Geruch von Armut? Du miefst, Sir. Dann wären wir schon zwei. Herr Vitold sendet seine Grüße. Wie wirft den Adligen mit Mist? Wo haben wir Mist? Da haben wir Mist. Und. Ah, mein Gesicht. Es ist in meinem Mund. Verkauf dein Land an Vitor, sonst ist dies nur ein Vorgeschmack auf kommende Mahlzeiten. Was? Das ist eine Unverschämtheit. Wachen! Wachen! Nicht wie geplant. Ja. Oh. Fahndungslevel auf 0.
Ja, dann reiten wir mal los. So, ich weiß schon wohin. Wir müssen diese Fahndungszettel da abreißen. Das ist Street Style. So, nee, hier noch nicht. Nö, 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 nö. Da haben wir schon den ersten und. Ey, lass mein Pferd in Ruhe! Aua! Mein armes Pferd! Und weg mit euch! Mein armes Pferd! So. Ja, warte, da hinten haben wir den nächsten. So, wieder eins, ja. Komm, steig auf, geil. Das Pferd tut mir echt leid, wie viel es der aushalten muss wegen mir. So, hier noch durch. Und hier haben wir den letzten. Richtig, das war ein dummer Schachzug. Wir brauchen einen anderen Ansatz. Hier das kostbare Pferd des Adligen. So, dann holen wir uns aber nochmal hier oben eine vollständige Rüstung. Nee, hier war es nicht. Und das war genau bei Disneyland hinten, ja. Der scheint müde zu sein. Und die Ausdauer schon von dem Pferd. Der braucht aber auch Ewigkeiten, um aufzuladen hier. So Gefühl, gleich gibt es wieder noch mal drei Fahndungen. Nur weil wir sein Pferd klauen. Und den bin ich dann gleich leider auch wieder los. Was denn für ein Pferd? 0815 bestimmt. Ja, 0815 Pferd. Bringen das Pferd zur Metzgerei. Ach nö. Nein, nein, ich schwöre, es tut nicht sehr weh. Oh nein, das arme Pferd. Pferd kann doch nichts dafür. Mann. Nur weil der Depp dann nicht verkaufen will, muss das Pferd leiden. Oh, das ist so schade, ey. Ja. Und wir sind unseren roten Blitz wieder los. Schon wieder. Quatscher. Hey, siehst du das Pferd? Ich brauche seinen Kopf. Dalli, Dalli. Schon wieder? Salz. Ich habe es aufgegeben, euch kranke Säcke zu hinterfragen. Kommt in 5 Minuten wieder. Aber ein Wort der Warnung. Es wird ein blutiges Schlamassel. Tu uns beiden einen Gefallen und bring eine Mitreitgelegenheit mit. Mitreitgelegenheit? Ich finde einen Karren und bring ihn zur Metzgerei. Karren finden. Wo haben wir denn Karren? Außerhalb, okay. Ne, doch nicht. Das sah aus wie außerhalb. Die Musik passt jetzt auch ganz gut. Ah, da haben wir einen Karten. Okay. So.
Genau. Bitte sehr. Habt was nur mal für euch als Spaß zählt. Hm, noch nicht. Braucht noch einen ordentlichen Feinschliff. Noch einen ordentlichen Feinschliff? Parke den Wagen mit dem abgetrennten Pferdekopf vor dem Haus des Adligen. Ja, okay. Oh, das arme Pferd. Tut mir voll leid. Er kann gar nichts dafür. Kurz hupen. Setzt das Anwesen des Adligen mit einer Fackel in Brand. Drücke. Hm, ja. Wo haben wir die Fackel? Wo ist die? Da. So. Ja, Mann, es brennt. Und gleich kommt wieder die Fahndung, wir haben kein Pferd. Okay, da ist einer wenigstens. Was zum. Was in aller Welt ist hier los? Nichts Persönliches, das ist rein geschäftlich. Oh, mein Schild ist weg. Aua, ah. Autsch. Oh nein. Ein Stöcker ohne Ende. Ey, ich wollte dich doch nicht treffen. So, die bin ich los und jetzt. Aua. Aufs Pferd. Kämpfe gegen die Handlanger des Adligen und hänge deine Verfolger ab. Ja. Du Pimperhorst. Pimperhorst ist. Also noch geradeaus hier. Aus dem Weg. Aus dem Weg, habe ich gesagt. So. Oh, das Pferd ist nicht schnell genug. So. Einmal hier durch, ja. Nice. Kehrt zum Paten. Kehrt zurück zum Paten. So, aber hier gab es auch, glaube ich, irgendeine Rüstung. Ja, genau da. Hm. So, und wir haben wieder kein Schild. Gibt es vielleicht hier irgendwie auch so ein Schild aus Metall oder so? Aus Eisen oder Stahl, was wir irgendwie kriegen können? Erstmal auch wieder Leben aufladen. Metallschild, das Ding wie so gut wie unkaputtbar ist. Das wäre jetzt so praktisch. So, da wären wir. Ist das vollbracht? Hat unser Freund seine Meinung geändert? Wenn er die Botschaft jetzt nicht schnallt, wird er es nie tun. Ausgezeichnet. Wisst ihr, dass unsere Familie immer ihre Schuld begleicht? Hier, für dich. Diese Verfügung bestätigt, dass du für deinen Verfall im Steinbruch begnadigt wurdest. Alles ist verziehen und vergessen.
Ich werde dir auf Wort glauben müssen, Vater. Ach ja, richtig. Was das angeht, du könntest irgendwann, technisch gesehen, hoffentlich nie als einer der meinen anerkannt werden. Aber ich fürchte, der Gefallen hat einen Haken. Du bist hiermit enterbt. Für immer. Ach, Mist. Nice. Ich bin somit enterbt. Geil. So, verfügbar haben wir 4. So, Würfe mit Scheiß auf, verlangsamen den Gegner um 20%. Oder hier, ach komm, wir machen das hier jetzt mal. 66% günstiger. Und frei baden. Baden geben Guy Heiltränke, wenn sein Gesundheitslevel drastisch günstiger wird. Boah, nice. So, jetzt brauchen wir aber ein Schild. Wieder mal. Und hier haben wir auch schon die nächste Quest. Hier können wir noch ein Rennen machen. Hier auch noch. Und da noch ein. Das ist Schnellreise, glaube ich. Die beiden da. Und das ist Schnellreise. Hier noch. Ja, genau. Kirchenhüten. Kirchenhüten. Was sind Kirchenhüten? Will ich jetzt wissen. Ne, hier kommen wir noch nicht drauf. Wir sind noch in der Stadt. Ah, hier werfelt ein hier. Jetzt will ich aber wissen, was Kirchenhüten ist. Ich würde sagen, wir gehen da mal hin. Aua! Ah, okay. Ich dachte schon, der fährt hier weiter geradeaus und ich knall gegen den. So, sind wir wieder in der Stadt. Ah, wir können dann auch eben ganz schnell unser Geld hier abholen von dem einen da. Genau, hier. $1695 Poliergold. Nice. Und dann gibt es hier Kirchenhüten. Was auch immer das ist. So, drücke E, um mit dem Zusammentreiben der Leute anzufangen. Willst du doch Gott nicht dazu, ne? Geh rein, komm. Ja. Rein mit dir. Rein mit dir. Komm, 3 haben wir schon. So, geh rein. Komm. 5, okay. Kirche, jetzt. So.
ab in die Kirche mit dir. Kirche. Komm. Komm in die Kirche. Ach, nö. Und der will immer noch Pflege. Geh in die Kirche. Kirche. Habe ich nicht so ganz gerafft, aber naja, egal. Wissen wir jetzt zumindest, was das ist. Jetzt brauchen wir wieder ein Schild, eine neue Rüstung. Boah, ich liebe dieses Lied. So, hier gibt's Essen und... Warte, was ist denn das eigentlich für ein Pferd? Herzpferd, achso. Na, wäre schön, wenn wir ein Kriegspferd hätten. Jetzt, Dings braucht hier ein. So. Warte, ist das hier vielleicht eins? Ne, das müsste... Gartner, genau. Das ist ein Gartner. Aber der ist relativ schnell als unser Erzpferd. Da haben wir wieder Muni. Die wir aber nicht brauchen. Disneyland. Und die Rüstung. Ah. Hätten wir es jetzt. Oha. Ja. Nee, hier nicht. So. Mit 1000 Gold haben wir auf jeden Fall parat. Jetzt müssen wir eigentlich irgendwann bald ein Turnier hier. Beim Turnier hier auftreten können. Mit teilnehmen. So, hier rum. Ah, ich hab eine Idee. Wir haben hier noch etwas, wo wir Geld verdienen können. Wenn wir eben noch kurz vor Ende der Folge eben aufsammeln. Und das nächste auch, ja, das Badehaus haben wir ja auch noch. Wenn wir das eben ganz schnell machen. So, ja, hier. Und dann können wir auch noch auf den Blitz hier wechseln. Die Klamotten brauchen wir nicht. So, 1336, nice. Und wir steigen auf den Blitz. Ja, der Blitz gefällt mir mehr. Weil es das schnellste ist. Aber ich will den roten auch wieder haben. Aua! Ich wollte ausweichen. Komm, steig auf. So, da wären wir schon. Unser Badehaus. 4848 ist auch nice. Jetzt sind wir bei 11.500 Poliergold. So. Und dann jetzt wieder los zur Quest. Haben wir eigentlich noch irgendwas, wo wir Geld verdienen? Na, die meisten sind da. Da verdient man kein Geld, sondern eher hier. Irgendwie kann man Waffen sammeln. Oder keine Ahnung, Essen oder sowas. Munition. So. Ah, und hier können wir jetzt dieses Schwert, was wir haben, immer wieder aufsammeln, oder wie? Excalibur befindet sich bereits im Inventar. Ach, nice. Nice. Aber ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin's, euer Max Deus, und ciao.
from a baboon's ball.